willkommen Leute im neuen Dead Space Part. Gut. Was haben wir beim letzten Mal gemacht? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Ach ja, genau. Wir haben die zwei Komponenten. Na super. Wir haben die zwei Komponenten zusammen, um hier diese kleine Thermitbombe zu bauen. Oh, geh doch weg. Bleibt eiskalt da stehen, der Motherfluffer. Holy shit. Okay, sie sind durch. Bis zur Leichenhalle sollte es sicher sein. Die Codes sind an der Leiche des Captains. Ah ja, genau. Wir brauchen hier den El Capitano. Hier spricht Medical Officer Nicole Brennan und ich hoffe, ich bin im ganzen Schiff zu hören. Wir brauchen mehr Hilfe. Wir haben nicht genug Leute, uns um so viele Fälle zu kümmern. Niemand will uns sagen, was hier los ist. Diese Wunden. Wir sind auf sowas nicht vorbereitet. Gott. Bringen Sie ihn zu dem Tisch. Halten Sie ihn fest. Schwester, drücken Sie ihn nach unten. Ende der Aufzeichnung. Ach du Scheiße. Ich kann von hier aus nicht sehen, wie alt der Eintrag ist. Ich bin sicher, dass sie hier irgendwo ist. Das ist doch meine Nicole, oder? Ja. Ja, deshalb bin ich nicht im Krankenbereich tätig. Das ist echt nicht meine Welt. Blut und Splatter und Gedärm und... Nee, Mann. Lass mal gut sein. Okay, da ist noch zu. Beziehungsweise... Stauben wir hier erst noch... ein bisschen Munition ab. Geil aus hier. Sorry, we are full. Help me, help me, help me, 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 stars. Okay, gut. Krankenflügel. Shit. Ey, dude. Ist hier eben einer reingekrabbelt oder habe ich schon Halluzinationen? Oh, fuck! Okay, ganz ruhig. Sogar diese kleinen... Baby-Krabbelfiecher-Dingser machen mir Probleme. Also ich muss mal mein letztes Medipack schlucken, sonst wird's echt knapp. Oh, Sauerstoff, na toll. Oh Leute, liegt hier nicht nur hier wo ein Medipack rum? Ich weiß, ich hätte mir eins kaufen können. Oder noch eins mitnehmen sollen. Aber hey, da kommt wieder der Schwabe in mir durch. Da wird rumgegeizt. Shit. Ein paar Credits, okay. Da liegt eine Battery. Hier ist zu. Strahlmunition. Okay. Komm schon, Leute. Ach Quatsch, von da bin ich gekommen. Überall Plasmakarte, aber... Was ist mit dir? Kann hier nichts machen. Okay. Gut, komm. Bringen wir mal die Batterie rüber. Noch auf die Butze. Oh, super. Jeder Raum wird bezaubernder als der andere. Ich nehme jetzt einfach mal so ein Stase-Ding. Ja, wobei, einen Schuss habe ich ja noch. Es wäre...
wäre Verschwendung. Okay, du kleines Rotzbaby. Komm. Schnauze jetzt! Gut. Hi. Oh Gott. Ganz schlecht im Zielen. Oh, langsam, Leute. Gut. Zum Glück wurde ich nicht getroffen. So, noch ein bisschen Gesplätter hier. Elegant ist anders, aber hey, scheiß drauf. Ich will mich nicht treffen lassen. Halleluja. Da ist zu. Wir rutschen immer tiefer in die Scheiße rein, habe ich so das Gefühl. Da liegt was. Hallo? Kann mich jemand hören? Mein Name ist Aline Fisk. Ich bin gerade hier aufgewacht und alle anderen waren weg. Ich weiß nicht, was vor sich geht. Warum sind alle gegangen? Ich werde sie jetzt suchen gehen. Wenn Sie das hier hören können, dann kommen Sie bitte her. Ich höre ein Krassen im Innern der Wände. Hallo? Wer ist da? Sind Sie Arzt? Warum sind alle... Moment, ich kenne Sie doch. Sie sind Harris, der Gefangene aus der Kolonie. Sie haben die Krankenschwester umgebracht. Ach, der Typ. Ich brauche Hilfe. Bitte! Oh, shit. Ich glaube, Aileen hat es dann auch erwischt. Ach, hi. Da ist einer hinter mir, na toll. Es werden ja immer weniger. Unglaubliche Skills hier wieder. Oh shit! Lauf, Isaac! Oh Gott! Es war etwas knapp. Oh. Ich muss echt... Oh, Freunde, ich hab gedacht, das war's jetzt. Ich muss echt erst wieder reinfinden hier in den Scheiß. Textlog. Jetzt wieder Ruhe. Und wie so oft rettet mir Stase wieder den Arsch. Oh. Sauerstoff. Textlog. Alyssa Rose. Kai, Jayton, Alyssa, Leonie, Ian Ensel. Was? Okay. Sind das alles Kinder oder was? Ach, Neugeborene, ja, natürlich. Wir lesen keines im Vorteil. Und da hinten gab es jetzt nichts mehr, oder wie? Scheint so. Aber wir hatten ja noch eine Tür, die offen war. Na gut. Wer bist denn du? Und was machst du dann mit dem eh schon toten Typen? Wo kommt die Säge her? Ich bin... Okay. Wir hätten drüber reden können.
komischen Glaskasten komme ich nicht rein. Wow. Stabiler Glaskasten. Not bad. Kommt schon, Leute. Noch ein Textlog. Wissenschaftliches Logbuch von Dr. Kane T. An. Den Captain. Matthew Spiel, Benjamin. Ergänzend zu unserem vorausgegangenen Gespräch möchte ich Sie bitten, den Transport des Markers auf das Schiff um ein oder zwei Tage nach hinten zu verlegen. Sie wissen, dass ich genauso erpicht wie Sie darauf bin, ihn detailliert zu studieren, und ich verstehe die Dringlichkeit, die sich aufgrund der Ereignisse in der Kolonie ergibt. Doch ist das auch der Grund für meine Bitte. Was da unten passiert, ist einfach zu einzigartig, zu beispiellos, um es ohne eine angemessene Untersuchung der Ursachen und Wirkung zu beenden. Nach einer Besprechung mit Dr. Mercer möchte ich mich mit Dr. Schiarello und Dr. Welland auf dem Planeten treffen und ihre Beobachtung protokollieren, Terrence. Aha, die haben den Marker gefunden. Der Marker ist ja die Wurzel allen Übels. Scheiß Viech. So eine Stasi-Station wäre übrigens echt geil, Leute. Ich könnte mal wieder eine gebrauchen. Ganz ruhig. Wie viele Textlogs liegen hier denn? Wissenschaftliches Logbuch, Chief Science Officer Dr. Kane. Die Probleme in der Kolonie machen mir große Sorgen. Zweifellos haben sie mit der Entdeckung des Markers zu tun. Aber wie genau das alles zusammenhängt, das liegt noch im Dunkeln. Fast 40% der Kolonisten sind dem Wahnsinn verfallen, zu dessen offensichtlichen Symptomen akute Depressionen, Schlaflosigkeit und Halluzinationen zählen. Diverse gewalttätige Ausschreitungen und selbst Mord deuten ebenfalls auf extreme Paranoia hin. Auf Anweisung von Dr. Mercer soll ich einige der Infizierten zu Studienzwecken an Bord bringen. Der planetare Psychiater Dr. Walland hat berichtet, dass seine eigenen Analysen fruchtlos waren. Ich zögere momentan noch, mich auf Dr. Mercer zu verlassen, aber ich brauche seine Expertise. Wir brauchen sie, und zwar schnell. Komm, du Scheißviech. Das war dann eben nochmal ein Audiolog zu dem Textlog, den wir eben gelesen haben. Und die kleinen Viecher, die kleinen dreibeinigen, dreiarmigen Viecher da, Babys, sind echt hartnäckiger als gedacht. Aufzug in Dead Space. Ganz gefährlich. Was ist man eigentlich? Na, Halleluja. Noch weiter runter ging es jetzt nicht. Das sind überall O2-Ding, aber ich könnte echt mal wieder so ein Stasi-Modul gebrauchen. Oh Gott, an die Szene erinnere ich mich noch. Okay, Leute, scheiß drauf. Ich fresse hier noch so ein Stasi-Teil. Ich werde es brauchen. Genau, für den Kollegen hier. Machst. Ah, du Scheiße. Ey, Alter, was macht denn der für einen Schaden? Außerdem, ich hab doch Dreieck gedrückt. Du hättest den doch einfrieren sollen. Fuck. Scheiße. Voll verreckt, ey. Na, ganz toll. Es geht nicht.
hier für ein Ding auf? Ja, diese Viecher produzieren nämlich den Nekromorphen. Okay, ich mache jetzt zuerst den. Hallo? Schieß! Yo. Yo. Ist klar. Wie viel hält der denn aus? Ich will jetzt eigentlich nicht zurücklaufen. Na komm, ich probier's noch einmal. Scheiß drauf, wir haben es jetzt eh hart verkackt mit den Continues und allem. Aber dass die Straße so lang braucht. Gottverdammte! Alter, verreckst du mal? Oh, nicht noch so einer! Ist jetzt nicht dein fucking Ernst! Wie viele macht der denn? Oh, nee. Oh, hier ist zu! Dein Ernst! Scheiße! Alter! Alles ist nicht wahr! What the fuck? Sag mal, die Dreckskanone macht ja null Schaden. Oh, ich raste aus. Ach du Scheiße. Nee, das wird nix. Ich mache hier mal einen Cut. Holy shit, bis zum nächsten Mal.